So, hallo ihr kleinen Roboter, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit dem Rest der Bande. Sind denn überhaupt alle im Spiel? Nein, so gestartet, nein, Felix oder? Natürlich nicht. Ja. Na egal, der kommt noch nach, sagen wir mal so. Okay, ich habe beim letzten Mal begonnen, ein Schiff zu bauen. Ihr seht ja schon den Anfang. Ich bin schon relativ weit. Ja, nicht wirklich. Hast du überhaupt schon Block gesetzt? Nope. Sepp halt. Ey, wie sieht das Spiel komisch aus? Sieht so aus, als ob ich die ganze Zeit zoomen würde. Kam irgendein Update, ne? Nee. Oh, ich bin so überhaupt nicht mehr gewöhnt, das Spiel. Warte mal. Ich muss mich aber auch gerade so ein bisschen umgucken, weil ich ja die ganze Zeit Tech World mit einem anderen Texturepack zocke. Achso. Gibt's dafür keinen Swax? Kann sein, dass es das dafür gibt, aber ich mag das. Ich habe das Texturepack ja nur für die Aufnahme hier mit drin. Sonst würde ich ja mit anderen zocken. Sieht so aus, als ob ich die ganze Zeit zoomen würde. Aga? Ach ja. Nee, Mark ist das. Was? Ich hab gedacht, Mark baut hier, Aga baut ab. Mark, so, soll ich Aga helfen? Willst du irgendwas anderes machen? Dass ich mit Aga die. Ich verbaue nur gerade die Erde, die ich im Inventar hab. Na, dann schmeiß her, dann mach was anderes. Weil ich weiß gerade nicht, was ich mit mir anfangen soll hier. Ja, dann fang an, hier den Sand abzubauen. Hast du noch alles weg? Kannst du auch beim Schiff helfen? Nein, ach, Felix und Aga müssen jetzt erstmal ihre Arbeit beenden und zwar die Kuppel komplett. Hast du eine Schaufel? Ich bin daheim und hab mal ein wenig. Nein, ich will rausschwimmen. Sollte ich nicht hoffen. Hätte sein können, dass du nicht schaffst. Oh, fuck, der ist noch heiß. Da. So, komm schön. Glas haben wir wie Sand am Meer. Brauchen wir auch. Ja, brauchen wir dann noch die nächste Kuppel. Ja, ich wollte gerade sagen, die nächste Kuppel steht dann. Ich mach mal hier. Nee, ich will nicht mit. Ich mach mal hier die eine Kiste voll mit Glas, dass wir das Glas sortiert haben. Ich sortiere hier mal ein bisschen. Ja, okay. Ja, wie viele Masten sollte das Schiff haben maximal? Drei. Ja, drei. Machen wir erstmal drei. 5 Master können wir immer noch später irgendwann mal zusammen machen. Weil das ist, glaube ich, eine Aufnahme. Fuck, ich bin doch so doof. Ganze Weile beschäftigt. Ja, der 3 Master wahrscheinlich auch. Ja, der 5 Master ist halt nochmal fast doppelt so groß. Ja, ja, ich weiß doch. Hol den Mantel. Trotzdem. Mach ich das. Irgendwann. Ja. So, jetzt hab ich mir das mal draufstiebert. Schiff bauen, ey. Ich hab noch nie ein Schiff gebaut. Das muss ich aber auch nicht. Form hinkriegen. Ich hab mal eins angefangen, aber schnell wieder. Ja, ich weiß, auf Stefans Welt, gell? Ja, genau. Aber das ging eigentlich. So schlecht sah das eigentlich gar nicht aus. War ein Wikinger-Schiff ist gar nicht so schwer zu machen, aber so ein richtigen Dreimaster. Ich sehe auch gerade, hier ist ein großes Loch in der Kuppel beim Glas. Leute? Ja. Ja, kann sein. Den Sand, der hier noch drin ist, soll ich verbrennen und zu Glas machen, für die Bereiche bei der Kuppel, die von oben nicht mit Sand gefüllt werden können. Hä? Du weißt schon, dass das ganze Wasser aus der Kuppel raus ist, ne? Nein, es ist nicht, weil hier der Felix hat von oben und hier sind dann immer diese Bereiche, wo noch. Ja, aber du widersprichst dich gerade. Ich darf den Sand nicht nehmen, weil du den dafür brauchst. Ja, egal. Aber Glas wird doch aus Sand gemacht. Ja, egal. Nee. Aus Erde, ich weiß auch vor allen Dingen gerade nicht, welche Bereiche denn bitte nicht trockengelegt sind. Marc, wenn du oben anfängst, unten ist doch breiter als oben. Genau. Und da ist das Wasser noch dazwischen. Das meint der Ager. Ja. Weißt du? Dafür brauchst du dann halt noch Dings zum Trockenlegen. Na, da mache ich erstmal so, dass die Kiste voll ist. Alter, Glas. Was ist hier denn passiert? Ich habe keine Ahnung. Felix. Was denn? Ich hab das letzte Mal irgendwas explodiert hier oben, weil du bist dann immer wieder hergerannt. Wo denn? Oben, ja, an der Kuppel. Oben. Da fehlt ein großes Stück Glas, hab ich schon gesagt. Ja, das war ich, das habe ich beim letzten Mal schon 5-mal angekündigt. Beziehungsweise, nee, habe ich nicht. Nee, ich habe ja nicht aufgenommen. Da ist mir was explodiert und ich bin noch so. Bin ich da so durch die Gegend gelaufen, keiner hat's gecheckt. Lustig. Siehst du, hab ich mir schon drüber lustig gemacht, wie doof ihr eigentlich seid. Weil ich es nicht mitbekomme. Dass ihr das jetzt nach 3 Wochen mitkriegt. Ja, wir haben seitdem ja auch nicht wieder aufgenommen, weil der Server Ich weiß trotzdem, dass er es doch in der Aufnahme nicht mitkriegt, da finde ich noch viel lustiger. Stone von euch, weil hier überall alles voller mit Cobblestone ist, aber nicht. Okay. Nee, ich bin stoned genug. Okay. Du hast einen Schenkelklopfer. Nee, der Cobblestone muss auch noch gebrannt werden. Okay, da brenne ich erstmal den Cobblestone. Reicht ein Kohleblock für so ein ganzes Ding? Für ein Stack? Brauchst 8 Kohle für ein Stack. Ja. Das sollte eigentlich inzwischen zum. Ja, dann machst du da draus wieder Kohle. Eigentlich hätte jetzt. Achso, Kohleblock heißt ja 9. Naja, ist ja. Weißt du, das ist so inzwischen Minecraft-Grundwissen. Ja.
Ein Block mit, also ein Stack mit 8 Kohle einschmilzt. Ist gerade irgendjemand außerhalb der Kuppel? Nein. Ich bin jetzt gerade dabei und gucke, wie ich die Kuppel hier wieder repariert kriege. Achso, okay. Falls du mal irgendwann in dein Steingebilde reingehst und da drin stehst, kannst du mir sagen, ob das hier mal aussieht wie ein Schiff oder nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Sieht zwar schon schiffmäßig aus, aber irgendwie auch nicht. Interessant. Ich brenne mal hier das ganze Stein. Nee, das ist keine gute Idee. Da würde ich mal Kohle farmen gehen, weil wir keine Kohle mehr haben. Könnt ihr gut gebrauchen. Hat jemand Lager Eisen? Hat so viel. Dann mache ich mir schnell eine Eisenspitzhacke. Bei. Ja, ich hab Eisen. Komm her. Na, verflucht. Habt ihr hingeworfen, holst dir ab. Scheißendreck. Scheißendreck! Boah, ist das scheiße, sich jetzt wieder in die Kuppel ranzudenken. Was baust du denn? Einmal an und dann hat sich ein Scheißblock verschoben. Mark. Er baut es da wieder auf, wo der Septic Creeper hat explodieren lassen. Ach, da oben. Unsere Kuppel ist aber auch übelst dunkel. Hier sind auch überall Viecher. Ja, das wollte ich damit zeigen. Das war meine Intention. Sag nicht. So, wo haben wir denn Crafting Table hier? Eigentlich müssten wir mehr als genug sein. Fuck. Ja. Ja. Oh. Wow, was verdammt. Macht das schon wieder kaputt? Stirb. So ganz viele Creeper gespawnt. Ups. Aha, du kannst ja dann nicht Vorsicht mit den Dingern, ne? Könnten ja was kaputt machen. Aga, hast du noch Holz? Soll ich die Kuppel? Ja. Da hast du zwei Dankeschön. Stücke. Weil das Lustige ist, es regnet ja im Spiel, gell? Ja. Und bei mir hier auch. Ich höre den Regen doppelt. Oh, hey. Also im Spiel ja, und draußen auf dem Fensterbrett. Ich auch. Das ist übelst nervig. Das, ja. Voll abgefahren. Ja, ich gehe in die Mine. Ach ne, ja. Nein, nicht schon wieder. Bis gleich. Bis gleich. Ja, ja, mach's gut. Und bring Kohle mit, ne? Mach ich. Warum ist er doch? Ich seh dich. Du bist in der Mine. Du hast noch genug zu tun. Er braucht Kohle. Brauchst das jetzt nicht, nicht zwanghaft einschmelzen? Erstmal wichtiger, die Kuppel jetzt endlich mal fertig zu kriegen. Na ja, gut, aber um was bauen zu können, braucht man ja Rohstoffe. Ja, und darum können wir uns kümmern, wenn wir mit dem Bauen anfangen. Ja. Aga, hast du noch eine Schaufel? Jupp. Yep. Noch was hast du eigentlich da? Das sollte reichen. Ihr habt mich letztes Mal getötet und habt alles von mir eingesammelt. Gibt's eigentlich sowas wie Seile im Spiel? Wow. Ja. Fuck. Ach so, ja, nein. Also solche, die man aufspannen kann? Nee, gell? Nein. Ah, ist ja blöd. Ja. Muss ich mir mal angucken, wie die das in anderen machen, auf anderen Schiffen. Meistens. Ja, mit diesen, mit Zäunen, ne? Mit Zäunen machen die das. Zäunen oder Wolle? Je nachdem, wie groß das Schiff halt ist. Na, ich mach das schon relativ gigantisch. Also es hat, ne, es ist groß, sag mal so. Deswegen sagt ja, kann sich das mal angucken von oben, ob das so hinhaut. Ah, ich hab warte, ich komm. Wenn ihr aber jetzt runterkommt bei uns, gell, ich hab gerade die ganzen Leitern kaputt gemacht. Gerade ganz schlecht. Du bist auch ein Held. Nein, warum denn? Leitern hin. Warum denn? Ihr müsst doch erstmal nicht runter, wir können doch erstmal abbauen. Du, ich die ganze Zeit dabei da oben auch rumzuvorwerkeln. Ja. Achso. Aga macht eine, wo wir nicht mehr bauen müssen. Irgendwo stört gerade ein Sackgang im Wasser. So, Tommy bei uns. Weiter. Also nicht wundern, ich habe gerade eine Hälfte abgebaut, Mark. Falsch. Und bei mir kackt die Framerate rum aus irgendwelchen Gründen. Bei mir nicht. Hm. Ja, doch, könnte was werden. Ist jetzt halt noch schwer zu sagen, ne? Ja, ich habe gerade gesagt, ich habe die eine Hälfte abbauen müssen. Also sonst wäre es nicht so ganz aufgegangen. Es soll aufgehen. Also das Schiff soll nicht aufgehen, aber es soll halt zeilenmäßig aufgehen. Wir wissen schon, was du meinst. Gut.
Ich wollte es halt nur klarstellen. Ist das ungewohnt, auf dem Erz zu gucken und nicht angezeigt zu kriegen, was das für ein Erz ist? Oh, musst halt ein bisschen denken. Ja. Ja, hier ist das ja auch kein Problem, aber wenn du 50.000 Erze hast, wird das ein bisschen schwierig. Nö. Ah, doch. Und wer zur Hölle habt ihr den Gang zugebaut? Ja. Keine Ahnung. Mein Inventar ist voll. Das war für die Leitern. Alter. Hab dich einmal mit der Faust geschlagen. Alter, ja? Ich hab grad im Sand geklitscht. Das ist nicht mein Problem. wohin mache ich jetzt das? Wohin mache ich das so? Hier Kissen. Warum baust du hier gerade hinter mir ab, Ager? Hab ich nicht, das warst du. Nein. Bis wie weit sollen wir dann eigentlich den Sand oben abtragen, wegen dem Hügel, der da drin ist? Das bin ich auch noch am Überlegen. Wenn ihr seht, dass das Glas irgendwo auf einem Block steht. Na, das sieht doch aber schiffmäßig aus. Und sollten wir einen Block was machen? Komm mal her. Ja, komm mal. Wenn das so ist wie hier zum Beispiel, dann baut ihr das nicht ab. Okay. Das wird sowas von ein geiles Schiff. Ja, da musst du halt auch gucken, wo das denn so ist. Ja, okay. Nie so ein schönes Schiff gesehen. Ich muss es jetzt hier anpreisen, damit ihr auch mal kommt und euch das ansehe. Ich hab mir das doch angesehen, gerade eben mit du. Nee, ich meine die anderen beiden. Damit ich ein bisschen Lob krieg, sonst kann ich hier nicht weiterbauen. Ohne Lob wird das nichts. Hast du gut gemacht. Das nicht mal gesehen. So. Hab ich den du hast Lob gesagt, du willst nur ein bisschen Lob. What the fuck? Flucht. Und wieder geht das Bauen weiter. Wem sagst du das? Ja, wenn die Kuppe, wenn das fertig ist, hatte ich mir gedacht, dass ich mich mit Felix an das, Haupthaus hier drin sitze, dass Sepp sein Schiffchen weitermacht, dann kann Arga den Job übernehmen, den ich angefangen hatte mit den Häusern am Hafen. Und wenn dann die ersten, die mit dem ihrem jeweiligen Projekt fertig sind, können sich danach dann an die nächste Kuppel schon mal machen. Jo. Ja. Mal sehen, wie weit wir kommen in der Zeit. Kohle. Ja, kriegen wir schon alles. Vielleicht mache ich den Dreimaster vielleicht sogar zu meinem Häuschen, mein neuem. Mal schauen. Dann musst du das. Aber ich darf damit fahren. Der Innenraum des Schiffes ist aber ziemlich groß geschalten. Ja, wenn du noch Platz hast. Ach, das krieg ich hin. Das wird muss nur die Kajüte des Captains gut aussehen und genug Platz sein. Den Rest ist mir egal. Ja, du brauchst auch noch Lagerraum. Da ist dann die... Ja, chill mal. Die Kajüte des Captains ist kein Lagerraum. Ja, deswegen ja. Naja. Ach so. Die Kajüte des Captains wird nicht so groß wie ein Lagerraum. Das wird halt nur die Kajüte des Captains. Erde. Und der Lagerraum ist dann unten im Schiff. Ist ganz klar. Marc hat sich die Erde zum Freund gemacht hier. Nein, erstmal den Stein zum Feind. Oder so. So viele Blöcke. Man ist voll ungewohnt, jetzt im Minecraft wieder ohne Musik zu spielen. Ach stimmt, warum habe ich meine Musik eigentlich ausgemacht? Warum hast du eigentlich keine Musik an? Stimmt mit dir nicht. Oh, ich hab die vorhin irgendwie kurz ausgemacht, ich weiß nicht warum. Irgendwas war da. Meine Güte. Irgendwas stimmt heute mit dir nicht, Marc. Das hier müssen wir auch alles verkauen, oder? Ja, läuft ja schon wieder. Ja, trotzdem, irgendwas passt da nicht. Der Berg, der hier ist, wollen wir den auch wegmachen? Hättest du mal vorhin zugehört, dann müsstest du diese Frage nicht stellen. Nein, ich weiß, wo der Glas drauf denkst, das weiß ich ja. Aber ich meine, das Gebilde hier. Komplett. Ja. Steht da Glas drauf? Nein. Ah, das ist alles aus Koppel. Aus Stein. Ja und? Okay. Kann halt nicht immer so bequem sein.